Okay. Ja. Wo kommen die denn jetzt alle her? Naja, egal. Ja, wie gesagt, die Außenhülle. Ich denke, auch da werden wir Dirt schisseln. Ich weiß nur noch nicht so recht, in welches Material. Wir können aber ein paar Sachen ausprobieren. Ich meine, ich habe mit Dirt, habe ich ehrlich gesagt, noch nicht so viel... Nee. Noch nicht so viel gemacht. Habe ich meinen Hammer? Ja. Meinen Hammer habe ich immer dabei. Geh mal kurz, doch nicht pennen. Aber wir müssen mal kurz hier den Kollegen vertreiben. So. Nächster Schisselversuch. Wie sieht's denn damit eigentlich aus? Das ist so ein bisschen strukturierter. Ja, ich denke, das können wir nehmen. Huch, ach so, da war schon einer drin. Naja, gut. Ah, da kommt noch so ein Kollege. Naja, von mir aus. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den Abstand wählen. Und ich habe so gedacht, vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zack. So habe ich mir das eigentlich gedacht. Und so in der Struktur sollten die Bäume dann eigentlich auch bleiben. So, ach so, jetzt brauchen wir nochmal normale Erde. Nochmal normale Erde, jawohl. Setzling kann ich schon gleich wieder rauf. Es ist auch nicht so wild, wenn die Bäume unterschiedlich hoch wachsen, sage ich jetzt mal. Da habe ich absolut kein Problem mit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zack. Huch, hä? So. Oh, das hat aber gerade nochmal geklappt. So, Erde rein, Setzling rein. Und der Gerät wieder auffüllen. Für den Weg hier nachher nehmen wir ein bisschen anders geschisselte Erde. Das geht schon, glaube ich. Jo, ich denke, diese Dreierreihe kann man machen. Ist das jetzt auch im richtigen Abstand? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, passt. Okay, cool. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier was hinbekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. Ja, wird knapp, aber... Die Blöße wollen wir uns nicht geben. Dann machen wir mal eben eine Reihe Erde hin, dann passt das wieder. Hallo? Aha. Ich will ja nichts sagen, aber diese Dinger sehen so... Ne, ist egal. Sehen so ein bisschen aus wie... Ihr wisst schon was? Halt. So. Dann hätten wir das. Und ich werde mal eben kurz ins Haus gehen und nochmal eben die anderen Setzlinge holen, weil ansonsten mit drei kommen wir nicht weit. Ach, wie hier einfach alles zugewachsen ist. Das ist unglaublich. Und ich gönne mal eben bei unserem Fresstempel noch einen Beef Wellington. Dann haben wir erstmal, was so Hungerkeulen angeht, ausgesorgt. Na komm, es ist halt. Brauchen wir übelst lange, um das Zeug zu essen. Aber naja, dafür ist halt auch alles aufgefüllt, ne? Also da wollen wir uns mal überhaupt nicht beschweren. Sollte passen. So, jetzt ist nur noch die Frage, wo wir die Setzlinge hingepackt hatten. Irgendwo hier war vermutlich. Genau. Guck mal, haben wir nochmal 10 Stück. Nice. Dann haben wir hier noch Äpfel drin, 7 Stück. Und ich habe die restlichen Setzlinge nicht weggeschmissen. Da machen wir auch nochmal Bäume von. Genau. Ob wir jetzt im Endeffekt nachher alle brauchen, das weiß ich noch nicht. Aber das werden wir dann sehen. Ich meine, wenn nicht, dann nicht. Und wenn doch, dann schon. Ach, warte mal, ich gehe mal hier rum, weil noch ist es kürzer. Wir können auch zwei Straßen machen. Wir können eine hier längs bauen und die andere auf der anderen Seite. Das ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee, ne? Ne, ich glaube nicht. Aber wie gesagt, erstmal machen wir hier weiter. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und Nummer 8. Huch. In Ecken tut er sich manchmal schwer, wenn man zu dicht dran steht. Aber egal. Ist alles noch machbar. Dann brauchen wir nochmal einen Stack Erde. Und ich habe vergessen... Nee, der war das. Oder? Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Coole Sache.
Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie viele wir im Endeffekt machen. Mal sehen. Irgendwas kommt da schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nummer 8. Oho, der feine Herr macht sogar mit. Oh, der nicht. Verdammt. So. Erde rein, Setzling rauf. Und hier nochmal Erde rein. Ich finde solche Carpenters-Geschichten und Schüssel-Geschichten, ich weiß, ich habe das wahrscheinlich schon oft genug gesagt, aber das muss einfach in Vanilla-Minecraft mit rein. Da, guck, hier haben wir schon ein paar Übeltäter, die sich wieder anpflanzen. Das ist nicht fair. Absolut nicht fair. Nee, der muss weg. Ja, und wie gesagt, jetzt überlege ich halt, ob wir hier noch ein bisschen was angleichen. Wobei, wir können ja erstmal noch eine Reihe setzen und dann können wir mal gucken, wie es aussieht. Hier, der ganze Kleinkram, der kommt jetzt erstmal weg. Ja, der auch. Ja, dann, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nummer 8. Glaube ich zumindest, ja. Könnte passen. So, dann haben wir da. Alter, das kann nicht wahr sein. Warum pflanzt du dich denn immer an? Naja. Ich denke, dass wir auch den hier nochmal eben wegnehmen werden. So. Warte mal, das Loch machen wir eben zu. Und dann hauen wir hier nochmal eben zwei Stück hin. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Ich glaube nicht, dass wir einen Setzling auf dem Crafting Table setzen können. Huch. So, der muss weg. Dann können wir hier noch auffüllen. Das passt ja genau mit den 8. Welch Wunder, welch Wunder. Zack. Crafting Table. Können wir da hinten irgendwo hinstellen oder hier? Dann hatte ich irgendwo genau eine Diaschaufel. Haben wir tatsächlich dabei. Und ich habe schon wieder so viel Müll. In Anführungszeichen. Machen wir noch mehr Müll, so. Sind hier schon wieder irgendwelche Setzlinge, die nicht hier hin sollen? Anscheinend geht's gerade. Ja, ja. Okay. Gut, jetzt müssen wir schauen, dass wir vielleicht erstmal hier oben so ein, zwei Reihen wegnehmen. Beziehungsweise wir könnten auch ganz oben anfangen. So, dann gehen wir mal komplett hier in die Richtung. Vielleicht noch ein bisschen hier rüber. Und dann gehen wir so ein bisschen in diese Richtung. Ja, dann müssen wir nachher mal gucken, dass wir das vielleicht ein bisschen angleichen, dass es nicht ganz, oh, so hässlich aussieht. Aber wie gesagt, da kommt dann nachher sowieso noch ein Weg hin und dann sollte das eigentlich gehen. So, dann haben wir auch mal wieder einen Haufen Erde hier da zur Verfügung. Das ist sehr schön. Ja, jetzt müssen wir das einigermaßen geschickt nochmal anpassen. Aber nur einigermaßen. Ja, das machen wir am besten so. Oh. Ja, gucken wir gleich mal. Irgendwas kriegen wir da schon hin. Passt schon. Jetzt gehen wir... Oh. Machen wir mal bis hier. Genau. Ich glaube, dann ist es einigermaßen formschlüssig. Sollte wohl gehen. Oh, huch. Ja, Hauptsache mal die Waffe wechseln, während man schaufelt. Ist eher ungünstig in den meisten Fällen. Aber das geht schon. Gleich haben wir's. Wir müssen dann nochmal eben eine Ebene und dann können wir noch den einen oder anderen Baum vielleicht pflanzen. Mal gucken, ich glaube, ich habe viel zu viele Setzlinge gemacht. Oder wir tragen hier halt noch mehr Erde ab. Dann muss ich nochmal überlegen gleich.
Also hier brauchen wir jetzt auf jeden Fall den Platz. Das steht fest. Und ich mache jetzt erstmal nur so weit, wie wir quasi für den letzten Baum hier noch brauchen. Ach, ich hab eine andere Idee. Das machen wir gleich. Ich werde den letzten Baum nochmal eben hinpflanzen und dann machen wir das mal wieder so ein bisschen asymmetrisch. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Ja, heute viel Erde geschaufelt, beim letzten Mal viel Carpenters Blocks platziere. Es wird nicht besser, Leute. Es wird nicht besser. Egal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, dahin. Yep, genau. Ah, wunderbar. Habe ich noch? Nee, haben wir nicht, natürlich. Dann hauen wir da nochmal schnell einen Stack raus. Dann passt das. Und es wird mir wieder dunkel, natürlich. Gehen wir mal kurz nicht pennen. Danke. Jedes Mal dasselbe. Ja, dann hauen wir hier nochmal eben den Krempel weg. Und ich habe jetzt beschlossen, dass wir den Weg zum Weg, ja, klingt komisch, ist aber so, hier hochbauen. Und dann dazwischen durchgehen, zwischen diesen beiden Farmen. Ich denke, das geht. Das heißt, hier muss sowieso kein Baum mehr hin, aber hier können auch welche hin, wenn wir die Erde dann abgetragen haben. Und das werden wir jetzt tun. Ich denke, das läuft. Ja, und dann machen wir uns Gedanken über den Weg, über die Zäune, über Beleuchtung. Also so ein bisschen können wir da auf jeden Fall noch an Zeit investieren, glaube ich. Definitiv. Da kann man viel draus machen, denke ich mal. Und vielleicht, aber nur vielleicht, wenn wir nachher noch Bock haben, machen wir noch so ein bisschen am Schiff weiter. Mal gucken. Je nachdem. So, hier müssen wir eben schauen. Genau, da geht der hier wieder ran, denn, ne? Pass mal auf, dann machen wir das Ding weg und dann passt das, glaube ich. Oh, bin voll. Grünzeug kann weg. So. Reicht das schon? Warte mal kurz. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das reicht in Anführungszeichen. Vielleicht, obwohl, nee, das passt. Passt, lassen wir so. Ist mir zwar vielleicht ein bisschen zu eng. Aber eng ist ja ein dehnbarer Begriff, ne? Das sollte also gehen. So. Erde, Setzling, noch mehr Erde. So. So, hier vorne müssen wir mal schauen. Weil hier noch ein Baum im Weg ist, glaube ich. Wenn nicht sogar noch einer. Huch. So. Ja, ich denke mal, der hier. Ihr wisst, was ich meine. Ach ja, und Stottern wird übrigens zusammengeschrieben. Nur so als Information am Rande. Ja, ich denke mal, der sollte die Kane. Dann brauchen wir nochmal eben Carpenters. Huch, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, da müssen wir nochmal ein bisschen Erde abhauen, glaube ich. Ja, doch. Machen wir. Sonst sieht mir das hier so ein bisschen, ich sag mal, zu gequetscht aus. Und das möchte ich auch nicht. So. Huch. Gut, dann brauchen wir nur noch mal eben kurz einen Setzling. Dann hätten wir das auch. Ich denke mal, hier die Leaves, die hauen wir mal eben manuell weg. Damit er sich nicht mit diesem komischen Baum vermischt. Das wäre blöd. Ja, den Rest lassen wir oben, ist egal, passt schon. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal unsere... Lol, hier wächst sogar Gras drin, wie geil ist das denn? Coole Sache. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet. Naja, okay, von mir aus. So, dann müssen wir die Crafting Bench oder Work-Dingens-Moments ein bisschen verschieben. Oh, wir haben gar keinen Platz zum Verschieben hier. Warte mal. Ich habe jetzt wieder zu viel Erde dabei, ne?
Was wir auf jeden Fall weglegen können, sind Setzlinge und ein bisschen Erde. Damit wir mal wieder so zwischendrin zumindest ein bisschen Platz haben im Inventar. So, weil ich denke, mehr werden wir vermutlich nicht brauchen. Ich habe erst gedacht, das wird größer, aber... Nee. Na komm, zwei können auch weg. Gut, das sollte erstmal reichen. Brauchen wir irgendwas? Nee, eigentlich nicht, glaube ich. Nee, noch nicht. Gut, dann machen wir uns jetzt an den Weg, würde ich sagen. Haben wir noch Futter? Futter haben wir. Aber, nee, warte mal. Ich gehe nochmal eben hier zu unserem Fresstempel und gönnen wir nochmal so ein Beef Wellington. Platz, jo. So. Jetzt müssen wir schauen, wie wir die am besten hier einigermaßen vernünftig anbinden. Achso, Crafting Table können wir noch mitnehmen. Der kann nämlich erstmal, ich sag mal, hier so oben drauf, zumindest vorübergehend. Und ich glaube, die müssen weg. Also die sind mir irgendwie im Weg, die Kollegen hier. Genauso wie der hier. Oh, zum Glück ist die Axt so schnell, sonst würden wir hier wieder ewig hängen. Ich glaube, dann wären wir noch nicht mal fertig mit Bäume fällen. Okay, so, das kommt noch weg. Und der Kollege dahinter natürlich auch nochmal eben. Und dann haben wir hier, glaube ich, alles. So. Ja, ich denke, jetzt reicht's. Jetzt müssen wir hier wieder so nebenbei so ein bisschen gucken, dass hier keine Setzlinge sich unerlaubt fortpflanzen. Sagen wir das mal so. Und jetzt kommen wir zum Thema Weg. Da muss ich jetzt nochmal schauen. Und zwar wäre das schon cool, wenn der jetzt, sag ich mal, so hier runterkommt. Da werden wir gleich auch mit Carpenters Blöcken arbeiten, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt müsste eigentlich der hier... Ne, warte mal, der nicht, oder? Doch. Ich muss gleich mal gucken, ob das geht. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ne. Da brauche ich vielleicht doch... Ne. Verdammt. Das sind doch die normalen, ne? Oder? Nee, das ist zu klein, definitiv. Ja, erst wieder rumprobieren hier. Ah. Genau, das war der Plan. Eventuell muss nochmal hier die Kante weg. Da werden wir vielleicht nachher so ein bisschen noch mit Stein arbeiten. Mal gucken. Jetzt muss ich nur mal sehen, wie das hier nochmal am besten weitergeht. Vielleicht müssen wir da so ein bisschen... Nee, das wäre Quatsch. Das auch. Ja, da muss noch ein bisschen mehr weg, weil da habe ich ein bisschen zu sparsam gedacht. Sagen wir das mal so. Ja, genau, so funktioniert das nämlich. Okay. Genau. Hier müssen wir auch nochmal einen weiter. Ja. Und der ist schon zu viel eigentlich, ne? Obwohl man hier hochlaufen kann. Das muss ich mir nochmal überlegen, ob wir das dann so machen oder nicht. Mal sehen. Aber auf jeden Fall muss hier auch noch was weg. So. Da ist der extra nochmal grün geworden. Krass. Und den dann auch nochmal eben bis hier, genau. Ich glaube, wir können das so machen, wenn wir das einfach... Naja, dann machen wir nachher was anderes hin. Aber so reicht es dann, glaube ich, erstmal. Gut, jetzt brauchen wir im Prinzip noch ein bisschen geschisselte Erde, aber nicht in dem Format, sondern vielleicht in diesem etwas verdichteteren. Oder vielleicht auch in diesem Format. Oder, noch besser, beides. Weil ich glaube, das kann man auch machen. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir kloppen die Dinger hier rein und setzen dann dazwischen... Die anderen Geschichten. Ich glaube, dann sieht das richtig cool aus. Ja. Ich denke, so geht das. Sieht hier vielleicht ein bisschen strange aus, aber ey, mein Gott. Mut zu Neuem, sage ich immer.
Ja, im Prinzip müssen wir hier oben noch ein bisschen was von der Kante machen. Ansonsten wollte ich den Rest vom Weg eigentlich in diesem Design hier machen. Bis ungefähr, bis zu dieser Kante vielleicht. Mal gucken. Aber hier kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Erde jetzt hin. So. Ich tue mich manchmal schwer, solche Geschichten so, ich sag mal, schräg zu bauen, weil das ist echt eine schräge Angelegenheit. Haha. Nee, warte mal, da ja nicht. Genau da nämlich nicht. Ja, das meine ich. So. Ich glaube, so könnte das gehen. Fast. Nee, das war wieder falsch. Glaube ich zumindest. Ja, ich denke, jetzt sind wir auf einem recht guten Dampfer. Warte mal, wir machen das mal eben hier so ein bisschen randommäßig. Zack, zack. Und hier kommt der Rest rein. Ich habe das Gefühl, dass es schon wieder dämmert. Ja, tut's tatsächlich. Aber da lasse ich mich jetzt nicht von beeindrucken, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Weg wird gar nicht so schlecht. Wie gesagt, jetzt müssen wir nochmal eben gucken, dass wir einigermaßen heil... Warte mal, das ist die Mitte, ne? Genau. Einigermaßen heil hier ankommen. Genau. Ich denke auch, dass wir da so eine kleine Kurve machen müssten vielleicht. Naja, mal sehen. Aber nur vielleicht. Das wäre im Prinzip der gerade Weg, der dahin geht. Ach, weißt du was? Ich könnte hier schon mal gucken, wo wir längs gehen. Das ist ja 1, 2, 3 plus die Ränder sind 5. 1, 2, 3, 4, oh, perfekt. Da. 3, 4, 5. Genau. Das passt ja ideal hier durch die Felder durch. Krass. Als ob ich das damals gewusst hätte. So, dann haben wir den Weg eben bis zur Kante weg, würde ich sagen. Und dann können wir auch den Weg von unten kommt ein bisschen besser angleichen, glaube ich. So. Ja, genau, weil der müsste jetzt eigentlich... Oder, nee, warte mal, wir lassen den hier oben in der Kurve fließen. Das ist, glaube ich, noch besser. Mal sagen, pass mal auf, du gehst da längs. Kriegst dann hier wieder so eine kleine Drehung rein. Ja, genau, so. Eventuell müssen wir auch nochmal gucken, dass wir hier ein bisschen weiter vorgehen. So vielleicht. Ja, muss man warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist, weil sonst sieht man meistens nicht viel. Und hier können wir sagen, pass auf, machst du zu, genau. Okay, dann machen wir das mal hier voll. Passt, den Weg kann man dann schon mal safe, zumindest diesen Part. Jetzt bräuchten wir ein paar andere Materialien, nämlich Stone und, also Cobblestone und Limestone. Ach komm, hier sind Setzlinge. Warte mal, da muss ich mich erstmal drum kümmern. So, noch irgendwer ohne Fahrschein oder so? Nicht? Okay, hoffen wir es mal. Was ist eigentlich mit dir? So. Jo, also wie gesagt, Cobblestone und Limestone brauchen wir jetzt. Aber ich glaube, da haben wir noch genug von. Mal sehen. Vielleicht können wir auch nochmal so ein bisschen Müll loswerden. So ein bisschen Erde vielleicht. Ich denke schon. Oder Setzlinge. Die brauchen wir auch nicht. Zack, rein damit. Warte mal, hier dieses komische Zeug brauchen wir auch nicht. Jop. Genau, ein bisschen wollen wir noch behalten. Dann haben wir hier Limestone. 2 Stacks mit, bisschen Cobblestone, nehmen wir auch noch mit. Sollte reichen, ich glaube nicht, dass wir so viel brauchen für das kleine Stück. Aber wir werden sehen, man weiß ja nie so genau. Des Weiteren nehme ich mal in weiser Voraussicht hier nochmal so ein Beef Wellington mit. Und dann geht's wieder frisch ans Werk. Ja, hier müssen wir den Weg eventuell auch noch bauen. Aber machen wir dann, alles zu seiner Zeit. Doch, ich glaube, das geht. Wie gesagt, hier in den Ecken kommt nachher noch so ein bisschen was rein mit Stein. Hahaha. und dann wird das Ganze noch ein bisschen ausgeleuchtet und ich denke, dann passt das auch. Los, ist jetzt. Okay. Dann schüsseln wir eine Runde und zwar, ich brauche den Kollegen und wir brauchen den Kollegen und normalen Cobblestone. Okay, passt. Die drei, die sind's.
Und sonst keiner. Mit dem Schwert wird das nichts. Ey, ich meine, Ruhe arbeiten kann man hier. Machen wir vielleicht beim Feld alles aus Limestone? Ja, machen wir. Ich mache hier an der Kante alles aus Limestone. Warum? Weil ich es kann. Müssen wir mal schauen, ob das gut aussieht. Vor allem hier. Warte mal, das können wir noch anpassen. Das kriegen wir hin. So vielleicht. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter. Dann machen wir hier so einen 5er breiten Weg, genau. Beziehungsweise 1, 2, 3, ja 4, 5, genau. Dann ist es so ein bisschen, oder hebt sich so ein bisschen ab von dem restlichen Weg. Ist das nicht so eintönig. Glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung eigentlich, aber gucken wir mal. So. Den Rest da vorne lassen wir erstmal offen. Ich habe hier viel zu viele Steine hingebaut, weil da eigentlich Limestone hin müsste an den Rändern. Aber das machen wir gleich schon, keine Panik. Zack, 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 so. Ja, hier vorne meinte ich eigentlich. Das ist ein bisschen zu viel Stone. Der soll uns mal bloß nicht auf den Leim gehen. Dann hier vorne im Prinzip dasselbe. Wobei wir hier eigentlich gekonnt mal eben außen rum gehen. Ist vielleicht ein bisschen breiter als normal, aber das juckt mich ehrlich gesagt recht wenig. So. Können diesen anderen Weg auch ein bisschen breiter werden lassen. Warte mal, der kommt ja hier vorne an und hier ist quasi so ein Block über. Warte mal, dann gehen wir hier ein nach außen. Und dann haben wir das Problem im Prinzip schon fast wieder gelöst. Zack und zack. Genau. Und zack. Nächster Schritt ist eigentlich, ich habe keine normalen Carpenters-Blöcke dabei. Mist, egal, bauen wir uns eben schnell welche. Welche vor allem, und es waren 60 Stück. So viele brauche ich hier jetzt auch nicht. So, der reine Weg nach unten ist vermutlich dieser hier. Beziehungsweise dieser hier, genau. So. Okay. Ja, dann müssen wir halt hier an der Seite nochmal eben ein bisschen Limestone hinhauen. Quasi bis... da. Und hier passt es im Prinzip, da müssen wir nur hier vorne den ersten Bereich noch ein bisschen mit Erde auffüllen und dann sind wir damit eigentlich soweit durch. So. Ich teste mal, wie das aussieht, wenn wir hier noch ein bisschen in die Breite gehen. Dann müssen wir nur hier auch noch einen hinsetzen. Jo, ich denke, das geht. Okay, haben wir das. Jetzt geht es im Prinzip darum, das Zombiefleisch aus dem Inventar loszuwerden. Und danach kümmern wir uns dann um die Wege, die hier so auf der Baumfarm in Anführungszeichen oder Apfelfarm stehen. Wo ist meine Schaufel? Da. Ist wieder fast kaputt, unglaublich. Warte mal, ich habe doch eine Kiste dabei. Na, ich mache es mir mal schwerer, als es ist. So, da kloppen wir mal eben alles an Holz rein. Und dann sollten wir auf jeden Fall wieder genug Platz haben. Und ich sehe gerade, wir müssten gleich mal ein kleines Päuschen machen, so ein paar Minütchen. Das machen wir gleich. Erstmal haben wir hier einen Weg, da einen Weg, da einen Weg. Und dann gehen wir mal in diese Richtung. Einmal so durch. Die Bäume an sich bekommen auch noch ein bisschen was Spezielles außenrum. Und der Weg hier wird dann vermutlich aus Erde sein. Gucken wir mal. Ja, doch, ich denke schon. Ich mache erstmal bis hier. Und hier ist ja sowieso schon soweit, okay. Ja, dann kann eigentlich auch... Ja, der Weg kann weitergehen, dann bis hier quasi laufen, ne? Warte mal, 1, 2, 3... Dann müssen wir es einigermaßen geschickt hier rumlegen, so ums Eck quasi. Dann passt das, glaube ich. Wobei das wahrscheinlich
zu eckig aussieht. Müssen wir mal sehen, wie wir das gleich machen. Vielleicht machen wir hier so einen kleinen Knick noch mit rein. Oder so. Und so, dann hätten wir die Frage nämlich schon geklärt. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt eine Stunde dabei, dass wir gleich mal eben ein kurzes Päuschen machen, beziehungsweise jetzt. Und dann würde ich sagen, dass wir uns so in 3, 4, 5 Minütchen wiedersehen. Und ja, bis gleich.